Hier spricht wieder Ustra und ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne geht mit mir hier bei The Evil Within. Und wir haben noch einen Schlüssel, meine ich zumindest. Den wollten wir nochmal eben abgeben. Und dann schauen wir mal, was als nächstes so passiert. Wir nehmen den. Ist sowieso völlig egal, glaube ich. Es könnte ja sogar sein, dass es eine feste Reihenfolge gibt an Sachen, die dahinter sind. Und es ist völlig egal, welchen Schrank man aufmacht. Da ich aber da keine Ahnung von habe. Und ich glaube, es gibt hier nicht sowas wie eine super Reihenfolge, was man als hätte als erstes nehmen können von A nach B. Vielleicht ist da, sind da auch Kartenfragmente drin oder was weiß ich. Aber der Glibber wird mir schon, denke ich mal, gut tun, da wir damit jetzt den kritischen Schaden meiner Pistole auf 50% aufwerten könnten. Das wäre ja so nicht schlecht. Oh, dafür brauchen wir nochmal doppelt so viel. Nee, das ist schon okay, weil dafür kriegen wir auch relativ viel Munition. Meine Schrotflinte ist immer noch schön anzusehen. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass das nicht unbedingt die Superwaffe ist. Mal eben nochmal gucken, ob da hinten unser neuer Mitinsasse was zu sorgen hat. Anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht hier unendlich sprinten kann. Das ist so ein Quatsch. Das ist in meinem eigenen Kopf oder irgendwo, wo es halt schön ist. Und uns mal keine bösen Monster den Arsch versohlen wollen und trotzdem. So. Sind wir auch da an irgendwelche Gegebenheiten gebunden, die gar nicht sein müssen. Klapp, klapp. Ich bin's. Der liebe Ustra. Und ich komme, um die frohe Kunde zu verkünden. Eventuell möchte ich hier doch nicht sein. Boah, Mädel, ey. Bist du gefüttert oder was? Bist du wieder aufgepäppelt, nachdem ich dir letzte Mal den Arsch versohlt habe? Der Aufzug scheint nicht mehr zu funktionieren. Aber da gibt es eine Treppe runter. Runter ist auf jeden Fall das, was ich möchte. Dieses komische Licht, was... Schick. Oh, da ist irgendwelche Elektro-Scheiß am Brutzeln. Und dann wollen wir mal runter. Wir wissen doch sowieso, was passiert, oder nicht? Ich glaube, wir müssen wieder einmal zeigen, dass wir hier der Babo im Berg sind. Du hast jetzt die ganze Zeit die Chance dazu. Und jetzt hast du dich dazu entschlossen, dann doch mal rauszugehen. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Oh, quetsch dich durch, rupp doch da durch. Oh Mann. Bip, bip, bip. Okay, wir müssen aufpassen, dass unser Sprint nicht... Dass unser Sprint nicht ausgeht. Klopf, klopf. Hi. Oh, Riesen. Oh, oh, ah! Na. Das wollte ich aber haben. Da machen wir erstmal zu. Weg! Ich dachte weg! Okay, 5 Sekunden wieder Ruhe, ein bisschen was fürs. Für den Kopf getan mit unserer tollen Brühe da. Hier gibt es... Oh, noch weitere Kisten. Sehr gut. Shotgun. Und ein bisschen Glibber. Sehr gut. Ansonsten sieht es im Moment nicht so schlimm aus. Streichhölze waren das? Die werde ich auf jeden Fall auch brauchen können. Eben nur mal umschauen. Nicht, dass wir jetzt irgendwas... Was sind wir in der Hand? Irgendeine Fabrik schon wieder, oder was? Ah!
Ah, der Aufzug ist da. Da will ich hin. Okay. Es passiert nichts. Okay, war das Absicht? Da kann man irgendeinen Hahn zerstören, glaube ich. Da hat irgendwas geblitzt und geblinkt. Da? Ah, da können wir das Feuer verschieben. Okay. Na, wenn das nicht die liebreizende Dame mit den schwarzen Haaren ist. Komm ran. Ich weiß zwar nicht, wofür du so viele Arme brauchst. Oh! Ah, super, jetzt nichts. Hat sich nicht gelohnt! Hat sich nicht gelohnt! Hat sich nicht gelohnt! Ich war einfach nur neugierig. Ah gut, dann laufen wir da in den Gang halt. Zurücklaufen ist, glaube ich, nicht so interessant. So ein Dreck, verdammte Anneien! Okay, also wir nehmen uns diese zwei Kugeln mit. Oder vier. Whatever. Dann zack. Wow, wow, wow. Dann nicht sofort rüsten oder geröstet werden. Na, Frauchen hat ihren Weg gefunden. Wir treten keinen Schritt zurück und rennen sofort hier rechts. Rübe. Oh, die macht ernst. Oh, die macht ernst. Kann ich hier irgendwas da? Oh, aha. Okay, ich sehe sie nicht. Ah, okay. Oh, da liegt was. Da liegt was, da liegt was, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Ah, falsche Richtung. Ah, Krampe. Oh, Spritze, sehr gut. Jetzt will sie wieder darum. Der will doch da nicht nur, der will doch da unter den Haaren einfach noch nicht. Sehr gut, wenn sie brennt. Oh, 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 sie lässt sich diesmal nicht vom Feuer beeindrucken. Die Therapie hat wohl geholfen. Verdammt. Und die Feuerphobie. Oh, du Scheiße. Ah, du bist fix. Versucht trotzdem alles mitzunehmen, was auf dem Weg liegt. So, hier wir vielleicht ein bisschen Zeit kaufen. Um den nächsten Hebel zu bauen. Ja, 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 ja. Okay, das ist nicht ganz so schwierig wie irgendwelche blödsinnigen Pennerkämpfe. Oh. Okay, okay, okay. Okay. Holz mitnehmen hier rein. Oh! Da könnte ich irgendwas aufheben. Da ist irgendwas. Schild! Schädelchen, ja, alles cool. Ich möchte gerne da durch und ich möchte gerne nicht gefressen werden. Oh. Da ist sie wieder. Hat das was gebracht für sie? Keine Ahnung. Wir rennen mal rum, da war noch was. Oh. Da ist eine Bombe, okay. Ich weiß ja, wir wissen, dass sie die Leichen braucht. Oh, hallo, meine Schönheit. Um dann wieder... Au! Fetter Teleport, Baby.
Arsch. Cool. Das war ja nicht schlecht. Da haben wir jetzt da die Leichen erledigt. Ab geht's. Sind hier viele Leichen? Wir machen die mal eben fertig. Bam. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine Leiche liegt. Ah. Ach ja, da lag noch eine. Oh, komm. Hier muss doch irgendwo ein Hebel sein oder so. Ah, ich hab keine Ahnung. Ach, da. Oh, da, da, da. Was ist das? Fucking der fucking Hochofen. Ich hoffe, da muss ich jetzt nicht rein. Ah, Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Da habe ich irgendwas schon gemacht. Da ist nichts zu machen. Aua. Ich hoffe, das hat sie auch getroffen. Eventuell muss ich sie nochmal verbrennen, bevor ich dann da durch kann. Wir müssen dann den Hebel ja benutzen können. Ah, Mist. Die hätte ich gerne, die hätte ich gerne, die hätte ich gerne, danke. Hebel! Hebel! Mutti, guck zu! Lauf! Okay, was fehlt? Was fehlt? Ich habe irgendwo. Ach, jetzt habe ich Panik! Keine Torschusspanik, wenn ihr das meint! Ah, shit, da kann ich nicht. Kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Ich muss die verbrennen eventuell. Weiß ich nicht. Muss ich sie besiegen? Oder ist er jetzt einfach auf? Oh, das ist einfach auf. Okay. Dann sind wir weg. Wir, ich bin weg. Huh. Oh. Hey, hey, kein Grund gleich zu würgen. Hi. Ja, hämmert einfach drauf, genau. Oh, was wollen die immer alle von mir? Ich habe doch nichts getan. Einfach mal so nebenbei. Puh. Ich habe wohl bessere Tage gehabt. Aber ich habe auch schon schlimmere Rätsel erlebt, von daher. Ist alles nur halb so schlimm. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Okay. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was du erzählst. Und was hat mein guter Joseph damit zu tun? Der Joseph. Oh, jetzt. Ich wollte hier eigentlich aussteigen. Die Arme darf ich behalten. Wie nett. Kann ich aber nichts mehr machen mit den Armen. Nö. Hm, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Aber der Aufzug gefällt mir. Nur das hier mit dem vorne offen ist nicht ganz so sicher. Was, ja, was hat er denn mit mir vor? Immer dieses ganze Rätselgespräche. Er könnte doch einfach mal sagen, ja, hallo, ich bin der,
Antagonist hier. Ich bin. Scheiße, schon wieder hier. Okay. Und ich bin hier, um sie ein bisschen zu nerven oder keine Ahnung, was mit ihnen zu machen. Kann ich hier rein? Oh, ein Kartenfragment. Yay! Kartenfragment 20! Aber da darf ich nicht rein. Da darf ich auch nicht rein, richtig. Mal schauen. Ein Stück können wir noch. Hier sind wir ja relativ oft, also. Ich denke mal, es geht eigentlich relativ nur um Ruvik. Aber was ich damit zu tun habe? Also mir fällt es nicht ein. Ah! Seine einzige Freundin, die nicht weglaufen konnte. Bam! Und tschüss! Hast du davon immer so zickig bist, Arschloch? Hallo? Leslie? Dark. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Okay. In dein eigenes Bewusstsein und nicht in diese geteilte Bewusstseinskacke, wa? Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Das ist die Realität, das ist das echte Leben, oder was? Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Oh, Scheiße. Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Gut, dass wir das jetzt wissen und gut, dass er so trotzdem weggehen können. Einfach mal durch irgendwelche Wände fallen. Der Hammer. Oh. Ich habe echt einen schlechten Tag mit dem Typen. Nee, ist ganz nett. Hm. Sieht ein bisschen so aus wie meine erste Wohnung. Hm. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ja, schön, hi. Hör mir zu, verdammt. Ja, dann hör ich doch zu. Was ist los? Ah, zurück in der fast so gut wie Normalität. Hi, ich soll dir zuhören? Dann hör ich zu. Dann rede. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Okay, mit jemand meinst du bestimmt nicht mich, oder? Komisch, diesmal ist die Krankenschwester nicht sofort aufgetaucht. An ihnen haftet der Geruch von Blut. Ja, gut erkannt. Ein sehr feines Näschen, junge Dame. Was gibt's denn noch? Ist noch jemand vermisst worden? Ach, guck mal da. Der ist vermisst. Marcello ist vermisst.
Dr. Marcelo Jamirez, Personalchef der Beacon Nervenklinik. Er wurde zuletzt in seinem Büro gesehen, wo er mehrere Telefonate führte. Und auch ein neuer Zeitungsausschnitt. Perfekt. Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jamirez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Also, wir wissen ja, dass er Leute dahin geschickt hat, damit er damit arbeiten und experimentieren kann. Das aber alles werden wir in der nächsten Folge ein bisschen weiter vertiefen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es hier heißt, hier spricht Ustra. Bis dahin, ciao.